Glaube trifft Technik am Katholischen Hochschulzentrum Quellpunkt. Arbeitswelten der Zukunft lautet der Titel der interdisziplinären Veranstaltungsreihe. Pastoralreferent Dieter Praas lädt Menschen aus ganz verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen ein, gemeinsam die Frage zu klären, wie sich die Arbeitswelt an die zunehmende Digitalisierung anpassen kann und muss. Besondere Berücksichtigung finden dabei ethische Kriterien. Arbeitswelten werden sich in Zukunft wandeln, werden ganz stark von der Digitalisierung geprägt sein. Und da ist es natürlich schon die Frage, wie reagieren wir als Kirche darauf, auf diese technologische Revolution, die uns alle irgendwie begegnen wird. An jedem Abend stellen zwei Gäste ihre Perspektiven zum Thema vor. Einer dieser Gastredner ist RWTH-Professor und Theologe Axel Siegemund. Er findet viele religiöse Aspekte in der digitalen Welt wieder. Einmal findet die Kommunikation über den Glauben auch zunehmend in digitalen Räumen statt, in der jüngeren Generation mehr als in der älteren, aber auch hier wird es weiter Verschiebungen geben, das heißt, die Kirche an sich wird digitaler werden. Und zum anderen hat die digitale Kommunikation auch unabhängig von der Kirche religiöse Implikationen, denn der digitale Raum übernimmt wesentliche Eigenschaften, die religiöse Relevanz haben, so etwas wie Allwissenheit, Omnipräsenz. Was religiös Gott zugeschrieben wird, das kommt ja alles im digitalen Raum in veränderter Form wieder vor und muss entsprechend reflektiert werden. Der andere Impulsgeber des Abends ist Ingenieur. Professor Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen, betont die Einzigartigkeit dieser Veranstaltungsreihe. Menschen zusammenzubringen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Altersklassen, unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, unterschiedlichen Lebenssituationen, aber auch unterschiedlicher Fachdisziplinen. Und diese ganzen Erfahrungen kommen zusammen und diskutieren aus ihrer jeweiligen Perspektive über ein Thema. Es gibt, glaube ich, keine andere Institution, die das leisten kann, insbesondere mit dem Anspruch, auch die Ethik nicht zu vergessen. Und das ist gerade für uns Techniker aus meiner Sicht eine tolle Chance. Eine gemeinsame Diskussionsrunde gibt auch den Zuhörern die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Dieter Praas sieht es als Aufgabe der Kirche, den rasanten technischen Fortschritt stets ethisch zu hinterfragen. Als Beispiel nennt er die künstliche Intelligenz. Da zeigt sich immer mehr, dass bei der Programmierung der Algorithmen einfach auch ethische Grundentscheidungen zugrunde liegen müssen. Und da haben wir von unseren Werten, von unserem Menschenbild her natürlich einiges zu beizutragen und da müssen wir uns auch einmischen. Ihren Ausklang finden die Arbeitswelten der Zukunft in einem gemeinschaftlichen Get-Together. Mit insgesamt 4 Veranstaltungen ist die Vortragsreihe für 2018 abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll sie fortgeführt werden.